Leute, 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 in der heutigen Folge von Roblox Brookhaven machen wir wieder was ganz Besonderes. Heute musste ich mir nämlich die Zähne putzen und darauf hatte ich keine Lust und deshalb musste ich vom Zahnarzt hinkommen. Aber wie ich das gemacht habe, Leute, das seht ihr im Video. Das heißt, ihr müsst euch das Video bis zum Ende anschauen, zum Zahnarzt gehen und das an Weihnachten. Naja, Leute, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr euch zu Weihnachten wünscht, weil das würde mich mega interessieren. Ansonsten würde ich sagen, vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, falls ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt und den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr in Zukunft zu verpassen und die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video hochlade. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott, Leute, das ist Bob. Er holt jetzt seine spezielle böse Paste und möchte in unserem Mund rumwühlen und unsere Zähne kontrollieren. Seht ihr dieses weiße Lächeln, Leute? Das sieht doch wunderschön aus. Ich muss nicht zum Zahnarzt, Leute. Also, wie können wir hier so schnell es geht entkommen? Hier liegt einfach ein Schlüssel. Okay, perfekt. Was ich sagen wollte, ist, wie können wir hier... Oh mein Gott, ein Lebkuchen, Mann. Jedenfalls, Leute, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier so schnell wie möglich entkommen. Hier ist auf jeden Fall ein Aufschritt mit Finde den Schlüssel. Und den haben wir auf jeden Fall auch schon. Und da gehen wir auch auf jeden Fall mal durch. Und, oh Gott, wo sind wir jetzt hier gelandet? Neuer Checkpoint, let's go. Das heißt, wir werden einfach mal hier rüberspringen über die Zahnpasta. Hä, wie cool ist das denn? Und, naja, passend zu Weihnachten habe ich meine Weihnachtsmütze auf und das Lamy-Cape, weil das irgendwie voll gut zusammenpasst, Leute. Naja, egal. Auf jeden Fall, hier haben wir, oh oh, Bobs Office. Okay, ich glaube, hier ist auf jeden Fall das, naja, Büro von Bob, also dem Zahnarzt. Hallo, darf ich da auch rein? Oh Mann, Leute. Hallo? Hallo? Okay, wir sind auf jeden Fall drin, Leute. Das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal hier rüber mit Lebkuchenmännchen. Okay, wir werden einfach mal hier rüber gehen, würde ich sagen. Und, naja, wie soll ich sagen? Oh, oh, was ist das hier? Och, darin bin ich ja gar nicht gut. Okay, egal. Wir müssen einfach hier drüber springen, ein bisschen abwarten. Und dann können wir schon gleich, wenn wir hier drüber gesprungen sind, den Checkpoint erreichen. Hier haben wir dann so ein paar Fallen... Hä? Ich habe die Falle doch gar nicht berührt. Was ist das denn? Okay, egal. Wir schaffen das auf jeden Fall. Komm. Perfekt. Hier. Hä? Ich habe sie nicht berührt. Okay, egal. Leute, wir schaffen das. Alles gut, Leute. Keine Sorge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uiuiui. Dann nochmal hier rüber. Uiuiui. Okay, wir haben es geschafft. Einfach den Checkpoint einsammeln. Was steht hier? Okay, pass auf Bobs, naja, Haustiere oder Tiere oder was weiß ich auf. Was, wo sind denn hier Bobs Tiere? Oh mein Gott, das sind Bobs Tiere. Hi. Naja, okay, egal, wir leben noch. Alles ist gut. Geschwindigkeit kaufen? Nein, danke, ich habe keine Robux. Okay, dann gehen wir einfach mal hier lang. Okay, so schnell es geht, einfach verschwinden nach links. Okay, wir folgen einfach mal dem Pfeil, Leute. Ich vertraue dem Pfeil einfach mal. Oh, und das scheint sogar richtig zu sein. Okay, wir haben es geschafft. Hä? Das ging viel einfacher, als ich gedacht habe, Leute. Okay. Naja, dann gucken wir hier mal rüber. Und, aha. Das hier sieht auch spannend aus. Was ist das hier denn für eine Laserpistole? Eine Schwerpunkt-Ray. Okay, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber es ist eine coole Waffe wahrscheinlich. Okay, hier können wir einfach durch. Hier müssen wir nur ein bisschen abwarten. Und dann können wir hier durch. Perfekt. Oh Gott, so eine kleine Obby hier ist auch noch mit drin. Und ich bin so ein Noob in Obbys. Mann, warum bin ich so ein Noob? Okay, egal. Wir schaffen das, Leute, würde ich sagen. Wir müssen einfach nur mal hier zack und zack und zack und darüber. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Dann haben wir eine Leiter mit so elektrisierten irgendwas. Keine Ahnung. Okay, hier warte ich. Oh mein Gott, ich wusste es, Leute. Da wäre ich auf jeden Fall ein bisschen gebraten worden. Was gibt's hier? Was ist das da? Ich habe keine Ahnung. Was ist das da? Ich weiß es nicht. Aber hier ist auf jeden Fall so ein Zickzack-Muster, wo wir rüberspringen müssen. So, okay. Dann gehen wir hier... Warum bin ich so ein Noob? Hä? Okay, Leute, dann springen wir erstmal nochmal neu hier rüber und darüber und darüber und hier rüber. Okay, alles klar. Dann müssen wir hier einfach nur den Checkpoint wieder einsammeln und diesen wunderbaren Schneemann bewundern. Schneemann, du siehst heute speziell aus. Leute, habt ihr dieses Jahr schon einen Schneemann gebaut? Ich weiß es nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir sieht es mit dem Schnee nicht so gut aus. Jedenfalls ist das relativ unwichtig, würde ich sagen. Wir gehen einfach hier durch die Tür, zack, Checkpoint einsammeln und wir drücken den Knopf, um den Fahrstuhl nach oben zu nehmen, der ziemlich schön weihnachtlich dekoriert ist, muss ich zugeben. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir gehen jetzt hier einfach mal ganz entspannt nach oben. Wir gucken, was uns hier erwartet. Ich weiß nämlich nicht, was mich erwartet. Was erwartet mich hier? Hallo, okay. Ganz viel Lava und Zähne, die komplett bunt sind.
Ich finde, Lara ist jetzt nicht so weihnachtlich. Aber gut, na, der Luis da hinten ist auf jeden Fall auch runtergefallen. Ich bin nicht der Einzige. Okay, dann gehen wir hier ganz schnell rüber. Dann muss ich hier noch rüber und hier. Okay, zack, perfekt. Das hätten wir schon geschafft. Dann haben wir den nächsten Checkpoint und können hier über die Lava springen. Das geht relativ einfach, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Okay, dann haben wir hier noch so eine Lore, wo wir drin fahren können. Also so ein Kart halt mit Schienen. Okay, das sieht auch ziemlich entspannt aus. Ich liege da auf jeden Fall ziemlich entspannt drin. Irgendwie leuchte ich auch mega krass. Keine Ahnung warum. Kann ich jetzt hier raus? Perfekt. Okay. Was haben wir hier? Haben wir ein paar Schneemänner? Okay, kann ich hier durch? Ja. Okay, ganz entspannt. Hier passiert nichts, oder? Scheinbar nicht. Okay. Ich glaube, diese Totenköpfe bedeuten nichts Gutes. Ich glaube... Warte mal. Okay, warte mal. Da will ich nicht lang. Okay. Das sieht irgendwie ein bisschen gefährlich aus. Aber gut, egal. Soll mich nicht stören. Hier gehen wir erstmal rüber. Das soll auf jeden Fall nicht so schwer sein. Einfach hier rüberspringen. So, und so, perfekt. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Dann haben wir hier, was haben wir? Oh, wir haben einen Speed-Parcours und ich bin natürlich sofort runtergefallen. Immer wenn so eine Obby kommt, falle ich sofort runter, Mann. Was ist das denn? Okay, egal, wir schaffen es jetzt, okay? Ohne einmal ab jetzt, Leute, ohne einmal runterzufallen, okay? Ja, ich hab euch nur gezeigt, was passiert, wenn man runterfällt. Ein zweites Mal. Aber das sollte alles schon funktionieren. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. So, so, perfekt. Dann hier rüber und darüber. Dann gehen wir hier hoch, darüber. Okay, perfekt. Ich hab's geschafft, Leute. Okay, dann müssen wir hier einfach nur rüber. Und dann hier und zack. Okay, perfekt. Finde die Schalter, also die Hebel. Ach so, da oben ist ein Hebel auf jeden Fall. Und ein Totenkopf. Okay, hier ist ein Hebel. Und da drüben gibt's auch einen Hebel. Komme ich von hier einfach rüber? Oh, und hier ist auch ein Hebel, Leute. Den habe ich gar nicht gesehen, Leute. Aber ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt schnell hier rüber und aktivieren noch den letzten Hebel. Und dann hier durch. Ach so, jetzt öffnet sich die Tür. Und ja, jetzt müssen wir natürlich warten, bis die Tür sich geöffnet hat. Das ist aber auf jeden Fall eine mega krasse Tür. Okay, zack, einfach rüberspringen, weil ich es kann. Ein Checkpoint nochmal hier mitnehmen und... Wie konntest du es wagen, probieren zu entkommen? Ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott, lauf, lauf, lauf. Er attackiert mich mit einer Zuckerstange. Was ist das denn? Hä? Okay, egal, ich nehm's hin, Leute. Da ist auf jeden Fall Bob. Okay, alles klar. Alles klar, warum ist Bob so schnell, Leute? Leute, warum ist Bob so schnell? Bob darf gar nicht so... Okay. Bob ist ziemlich schnell, Leute. Das heißt, wir müssen uns irgendwie einen Plan überlegen, okay? Wir sind jetzt gerade hier und das Erste, was wir machen, wir laufen einfach. Wir laufen, 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 laufen. Alles ist gut. Wir laufen so schnell, wir können einfach durch. Ich weiß doch nicht ganz genau, wo es lang geht, aber wir müssen auf jeden Fall einfach durchlaufen, weil Bob ist auf jeden Fall ziemlich nah an uns dran. Oh Gott, ich sehe schon seine Zuckerstange. Und zack, haben wir es geschafft? Leute, ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Danke fürs Spielen. Da ist auf jeden Fall eine riesige Statue von mir mit, meinem wunderschönen Mario-Shirt und der Mario-Unterhose, beziehungsweise jetzt ist es eine Unterhose, damals war es meine Hose. Und mit der Weihnachtsmütze, die ich auf dem Kopf habe und natürlich dem Lamy-Cape. Perfekt, ey, das sieht aber echt cool aus, muss ich sagen. Also irgendwie sieht das aus, als wäre das mein Papa. Naja, aber ich muss schon sagen, dass wir es eindeutig geschafft haben aus dem... Naja, Zahnarzt, keine Ahnung, wie man das nennt, Gruselzahnarzt, Arzt zu entkommen, ich weiß nicht. Und ja, wir haben es echt geschafft, das heißt, wir müssen nicht zum Zahnarzt. Unsere Zähne sind natürlich wunderschön, ich wollte gerade gelb sagen, aber ich meine natürlich wunderschön grün. Ich meine natürlich wunderschön weiß, das heißt, ich muss auf jeden Fall nicht zum Zahnarzt, beziehungsweise eigentlich schon, aber... Naja, schreibt mir mal in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal beim Zahnarzt wart. Das würde mich auf jeden Fall mal mega interessieren. Ich muss auf jeden Fall sagen, es hat mega viel Spaß gemacht, das hier zu spielen, Leute. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. So, einen Daumen hoch und dann nächsten Kanal, um keine weitere Folgen mehr in Zukunft zu verpassen. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ich ein Video hochlade. Hier auf der rechten Seite könnt ihr auf jeden Fall die letzten Videos abchecken. Vergesst auch nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, zum einen, was ihr euch zu Weihnachten wünscht und zum zweiten, wann ihr das letzte Mal beim Zahnarzt wart. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ihr seid Gurke. Das war's mit dem Video und ciao!